Hallo liebe Bergbaugenossen und willkommen zum ersten 2022er Set. Endlich ist es soweit. Und es ist das Set, das mich am meisten interessiert. Übrigens kurze Zwischenmeldung. Ich habe heute auch nach den Playtiv Asterix Sachen geschaut. Ja, keine Chance. Also bei mir im Lidl ist es so, die sind noch nicht mal im Prospekt aufgetaucht für diese Woche und waren heute auch nicht da. Es gab ein paar 10 Euro Lego Sets. Das kleine Technikflugzeug, Kais Powerbike und noch ein, zwei Sets. Aber Playtiv gab es nur Holzkram. Also wie gesagt, die sind hier noch nicht mal im Prospekt aufgetaucht, lokal. Für hier Mönchengladbach bzw. linken Niederrhein. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute bei Lidl gedacht, ha, linker Niederrhein, ihr wart mal französisch. Hättet ihr die Sachen halt haben können, als wir die in Frankreich verkauft haben. Ja, keine Ahnung. Online waren sie auch nicht verfügbar, habe ich vor einer Woche schon geschaut. Alles komplett ausverkauft. Deswegen mangels Material keine Reviews, was sehr schade ist, weil ich habe mich sehr auf diese Sets gefreut. Ich vermute, die gibt es jetzt zum doppelten Preis bei eBay. So wie sie aussehen, sind sie den doppelten Preis allerdings auch wert. Also das ist echt boah, schwierig zu überlegen, aber mindestens Obelix Hütte, wo Obelix, Asterix und Majestix bei sind, nicht Majestix, Miraculix bei sind, das ist für mich schon so ein Mindestding, das zu kriegen. Mal schauen, vielleicht tauchen sie nochmal auf, vielleicht tauchen sie bei eBay doch günstig auf. Ich weiß es noch nicht. Schade, dass ich noch keine bekommen habe, aber ich werde sie finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich... Moment, das waren die Schlümpfe von Gargamel. Aber ihr wisst, was ich meine. Dafür gibt es heute den Kommunisten-Creeper. Oh ja, das kleinste und seltsamste Minecraft-Set 2022, abgesehen von der Polybag, die auch noch kommt. Die 21177, der Hinterhalt des Creepers. Ein leicht ungewöhnliches Set, das sehen wir gleich, wenn ich es aufmache. Hier sehen wir uns noch den Karton an. Jetzt sehen wir es von oben an. Okay. Sieht irgendwie lustig aus, wenn er so seitwärts ist. Jetzt sehen wir es von der Seite an. Von unten, von der anderen Seite und von hinten. Ja, viel gibt es da nicht zu entdecken. Auf der Rückseite ist im Grunde dasselbe, wie auf der Vorderseite zu sehen. Das ist ein sehr, sehr sparsam designter Karton. Insofern drücken wir doch mal hier auf dieses Ding, wo dieser komische Finger... Was für ein Finger ist das? Ich nehme immer den Daumen, aber ich glaube, das hier sagt... Ja, Zeigefinger. Oh, das macht es nicht einfacher. Daumen ist definitiv einfacher. Und nein, das Schwein gehört nicht dazu, das ist... Zum Festhalten des Kartons da gewesen und zum Vergleich gleich mit dem Babyschweinchen. Und wir haben Inhalte. Wir haben einen leeren Karton erstmal. Wir haben eine Tüte mit großen Teilen und Steve's Körper und Bein und Schweinekopf. Wir haben eine Tüte mit kleinen Teilen und einem Schwert und... Wo ist der? Ach, da ist der Creeper-Körper. Ich wollte schon sagen, wo ist der denn hin? Und wir haben drei Platten. Eine blaue, eine grüne, eine in Light Bluish Gray. Jeweils 6x6. Alles klar. Und wir haben eine kleine Bauanleitung. Ist da noch was drin außer der Anleitung? Hier ist eine Teileliste. Hier ist I'll Rebuild the World. Diese komische Lego-Werbekampagne, die für absolut nichts steht. Okay, ich glaube, sie soll Kreativität fördern, nur macht Lego das dann halt außerhalb der Kampagne nicht. Wir haben die anderen Sets dieser Reihe. Schönes Set, großartiges Set. Meh. Könnte gut sein. Mal schauen, wie viel ich mir davon noch anschauen werde. Eigentlich interessieren mich bis auf dieses wirklich alle aus der aktuellen Welle. Genau, dann haben wir die Bauanleitung hier, beziehungsweise Anleitung, wie die Explosion zu machen ist, die wir auf dem Cover gesehen haben. Und wir haben, wie viele Schritte haben wir denn? 13 Schritte. Dafür sieht das Set sehr dick aus. Ah, genau, das gibt es neu bei Lego-Bauanleitung, diese kleine Fortschrittsanzeige. Hier mit einem Steve. Hier ist er bei 100%. Und ihr seht, der wandert dann da durch. Das ist eine ganz niedliche Idee. Finde ich eigentlich ganz süß. Wieso hier so Sterne? Das ist ein bisschen übertrieben für die Minifigur. Aber okay. Okay, ja, die Minifigur, die Kreaturen. Und hier nochmal Werbung für... Ist das die... Genau, das ist die Anleitungs-App. Ja, okay. Zum Glück sind sie dennoch auf Papier dabei. Und
Ja, ich überlege gerade, ob ich live baue, aber ich glaube, das ist so genau auf der Grenze, wo ich sage, nee, dann wird das Video zu lang. Ich mache jetzt doch mal einen Schnitt. Okay, das waren jetzt. Ich habe die Zeit nicht nachgeguckt, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt 10 Minuten sage, übertreibe ich. Also sehr, sehr wenig Zeit. Wie üblich von klein nach groß. Wir haben übrige Teile. Gelber und beiger. Einzelpinöppel, eine rote Blume, Transclear und hellgraue 1x1-Platte und einen Technikpin. Das ist es schon. Nichts Großartiges, aber kann man brauchen. Das Übliche halt, die ganzen 1x1er. Dann haben wir Zeug und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie sehr dieses Set in Komponenten arbeitet. Das macht sehr, sehr viel Sinn, weil wir haben eine Grundplatte und Sachen, die draufkommen. Aber die Anleitung ist halt auch sehr stark darauf orientiert. Wir bauen erstmal diese Sachen und den Creeper. Und dann das Ding. Also, ne, als frei hinzustellende Komponenten noch nicht mal so, dass es das irgendwie eine Landschaft ergibt, sondern halt wirklich einzelne Teile. Das passt sehr gut zu Minecraft, weil bei Minecraft das Wichtige ist, dass man die Teile halt auch frei kombiniert hinstellt und so weiter, wie man will. Minecraft als Spiel gibt einem ja überhaupt nichts vor. Außer halt natürlich die Spielmechaniken. Insofern passt das und ist ein bisschen auch darauf ausgelegt, etwas kreativer zu spielen als mit anderen Sets. Und etwas mehr zu bauen. Aber wir kommen natürlich etwas ab von der Regel vom kleinsten zum größten, denn es kommt die Hauptattraktion. Ja, der Kommunisten-Creeper. Hey ho! Da sehen wir ganz klar, das ist ein Ausschnitt von Hammer und Sichel. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Ja, was um Himmels Willen ist das? Erstmal natürlich eine neue, in diesem Set jetzt exklusive Creeper-Variante. Das freut uns im ersten Moment. Überhaupt, neue Variante von einem Mob zu kriegen, sehr schön. Darstellen soll das Ganze einen explodierenden Creeper. Jetzt denkt ihr euch, okay, ja, macht irgendwo Sinn. Der ist dann rot und das sind hier die Flammen. Alles klar. Das macht so lange Sinn, bis ihr Minecraft spielt. Creeper explodieren nicht rot. Creeper blinken weiß, dann wieder ihr normales Grün und dann weiß und wenn sie explodieren, sind sie halt auch weiß, blähen sich ein bisschen auf und dann hat man nur noch diese Striche hier über und dann ist da halt nichts mehr und im Regelfall hat man sehr, sehr viel Lebensenergie verloren, weil der Creeper sehr nah an einem dran explodiert ist. Das ist die Art und Weise, wie Creeper funktionieren. Die schleichen sich an euch ran und explodieren hinter euch und ihr kriegt Schaden. Es ist etwas komisch, dass man dafür einen roten genommen hat. Wie gesagt, tun sie im Spiel nicht. Warum halte ich mich daran fest, wenn die Idee doch eigentlich das Konzept ist, zu sagen, okay, der explodiert gerade. Nun, erstens, Minecraft-Fans sind ziemlich kleinlich. Ich glaube, die werden das nicht alle zu schätzen wissen, dass man hier mal etwas Kreatives mit dem Creeper gemacht hat. Es ist etwas Kreatives, definitiv. Und man kann immer noch sagen, okay, das ist halt ein Creeper aus einer Mod. Das ist der Kommunisten-Creeper. Wie ich es tun werde, jetzt und für immer. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn wir einen explodierenden Creeper, einen richtigen explodierenden Creeper bekommen hätten. Der wäre dann halt weiß. Ja, komplett weiß, vielleicht noch das Gesicht drauf, bin ich jetzt nicht sicher. Aber der wäre halt weiß gewesen. Weißer Creeper wäre eine absolut coole Variante gewesen. Nicht nur, um einen explodierenden Creeper darzustellen, jetzt so, sondern vor allem auch für Brickfilmer. Die hätten dann dieses weiß-grün-weiß-grün Blinkende von einem explodierenden Creeper oder einem gerade angezündeten Creeper für ihre Brickfilme simulieren können. Das wäre cool gewesen. Das wäre natürlich absolut super gewesen. So ist er halt. Eine etwas komische Creeper-Variante, die bei mir definitiv in der Kiste landen wird. Aber hey, wer ihn mag, der mag ihn. Kann ich verstehen, wir haben ein exklusives Mob. Darüber will ich mich gar nicht mal zu sehr beschweren, aber irgendwo eine komische Entscheidung. Den rot zu machen. Hoppala. Okay, gehen wir jetzt wieder von klein nach groß weiter. Das Kleinste, was wir hier haben, ist das kleine Hühnerküken. Das ist ein sehr schönes Spezialteil mit einer schönen Bedruckung. Da hat noch ein Fuß drunter in Form von einem Einzelpinöppel und dann haben wir unser Hühnerküken. Hat eine Noppe auf dem Rücken. Passt alles. Blöde Stelle für einen Angriffspunkt. Also noch offensichtlicher ging es eigentlich gar nicht mehr, wo der Punkt ist. Aber ja, okay. Niedliches kleines Babyhuhn im Minecraft-Format. So, dann kriegen wir ein Babyschwein.
Es ist pink, es ist schweinisch. Das hier ist ganz interessant gelöst mit den Beinen. Man hat die 1x2er mit dieser Seitenscharte hier nach außen gedreht. Im Vergleich, wo habe ich das große jetzt? Das hat auch diese Steine, aber da sind sie nach vorne gedreht und dadurch wird es halt gleich größer. Gut, insgesamt ist es natürlich auch ein bisschen größer, das Erwachsene. Das stammt jetzt nicht aus diesem Set, das stammt aus dem ersten Minecraft-Magazin. Aber im Größenvergleich, erwachsenes Schwein, Babyschweinchen. Funktioniert, obwohl der Kopf gleich groß ist. Das ist aber bei Minecraft überhaupt so. Babys haben riesige Köpfe. Interessante Idee, einfach mal dieses Ding so zu drehen und dadurch darzustellen, dass hier eine Lücke zwischen den Vorder- und den Hinterbeinen ist. Ja, süß ist das Kleine. Wunderbar. Und steht hier auf einer runden 2x2er. Ich habe keine Ahnung, warum eigentlich. Aber das tun die Viecher bei Minecraft gerne. Wahrscheinlich einfach, damit es besser zusammenhält. So, dann haben wir einen Werktisch. Auf beiden Seiten einmal bedruckt. Jeweils die 1x2er jeweils nur auf einer Seite damit bedruckt. Aber das reicht ja auch. Die andere kehrt man nach innen. Wir haben da natürlich unbedruckte Seiten, aber das lässt sich nicht wirklich vermeiden. Das wäre wahrscheinlich wirklich etwas zu aufwendig, die Seiten noch zu bedrucken. Dennoch, ganz nett, oben eine bedruckte Fliese. Sehr schön, kann man immer brauchen. Ich habe tatsächlich noch keinen Werktisch gehabt. Jede Basis braucht einen Werktisch in Minecraft. Ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Eisenerz. Sehr einfach gebaut. Auch das wurde als eigenes Element in der Anleitung geführt. Boah, diese blöden 1x1er. Ja, Eisenerz. Kann man auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was es am Strand zu suchen hat. Fragt mich nicht, aber es ist da. Kann man brauchen. Ja gut, wir haben einen Steve. Standard Steve, nichts Besonderes dran. Den kriegen wir immer wieder gerne. Ist der Kopf gerade? Ja, Mund ist ein bisschen seitlich versetzt. Ansonsten eigentlich gut, ich glaube, das ist so minimal, das fällt nicht groß auf. Er kriegt ein Schwert, das ist, glaube ich, ein Steinschwert. Genau, und neuer offizieller Build, ein Fernrohr. Gibt es seit letzten Herbst in Minecraft Fernrohre. Hier natürlich tatsächlich ein Fernrohrteil und darauf ein Transclear 1x1er. Ja, okay, da hätte man auch Runden nehmen können. Das ist eine der wenigen Sachen bei Minecraft, die man ruhig hätte rund machen können. Ansonsten, es ist okay. Es ist okay. Kann er da durchgucken? Er kann die Zunge durchstrecken. Das fände ich mal lustig, ein Teleskop, das einen an Dingen lecken lässt, die lange weg sind. Okay, nein, bitte erfindet das nicht. Lustig wäre es aber trotzdem. Okay. Das ist er. Und dann haben wir noch unsere Landschaft. Eine Landschaft mit viel Nichts. Und ich begrüße das, lustigerweise, weil es ist Minecraft. Und man will sich aus Minecraft eine Welt bauen. Das bedeutet, man braucht viele Teile, aus denen einfach nur Landschaft mit Nichts gemacht werden kann. Haben wir hier. Also mit einer Ausnahme, es gibt ein Action-Feature. Ja. Damit der Creeper auch schön explodieren kann, kann man das hier einfach dieses Stück einfach raushebeln. Ja, das ging jetzt besser. Und dann hat man sein Action-Feature. Der hätte ich jetzt nicht gebraucht, zumal jedes kleine Minecraft-Set ein Explosions-Feature hat. Diesmal nur halt ohne TNT-Blöcke, aber ne, ist immer ein Explosions-Feature. Und es ist immer dieser Hebel, der was rausschmeißt. Hätte ich nicht gebraucht, aber okay, irgendwas muss man reinpacken. Ich verstehe das. Ansonsten haben wir einfach nur ein Stück Landschaft mit nichts groß drauf. Wie gesagt, wenn man sich in der Minecraft-Welt bastelt, braucht man auch solche Abschnitte. Dann sind die Teile halt praktisch. Die Höhenstufen sind etwas komisch. Es ist Minecraft, das passiert eigentlich nicht, dass das Land so detailliert ist, aber ignorieren wir das. Wir haben Teile bekommen. Hier ist ein bisschen Zuckerrohr. Hier ist, ich vermute, das stellt eine Rose dar. Ich bin bei diesem Ding aber sehr verwirrt, weil das aussieht wie absolut nichts, was es in Minecraft gibt. Ist aber in fast jedem Set enthalten, diese komische Pflanzenkombi. Frag mich was Einfaches. Aber, Herrgott, sie ist da. Man kann die Teile rausnehmen. Man kann sie verarbeiten, dann ist gut. Der Punkt ist, das ist nicht wirklich Landschaft, das ist einfach nur... Okay, doch, das ist Landschaft, aber halt nur Landschaft. So, jetzt kann man natürlich noch seine Sachen hier verteilen.
Super, du kommst mal dahin. Schließlich explodierst du gleich. Ah, Steve, du wirst gleich explodiert. Genau, du arbeitest hier an dem Tisch. So, hier kann man noch das Eisen draufpappen, dann kann es abgebaut werden. Ein Huhn rennt hier rum. Und wenn man das alles da drauf stellt, ist es verdammt voll. Ja, aber es ist alles. Das ist echt nur so eine Fläche, wo die Sachen draufstehen können. Denn das Wichtige ist, dieses Teil holt ihr euch, um den roten Creeper zu kriegen, um Ferkel zu kriegen. Nicht ein Schwein, ein Ferkel ist ja ein Babyschwein. Und um ein Küken zu kriegen. Niemand in der Welt will nochmal einen Steve. Gut, und um einen Werktisch zu kriegen. Das ist auch noch ganz nett. Vielleicht noch etwas drehen, damit man den Betrug so nach vorne hat. Wunderbar. Ja, das ist ein Mob-Pack. Das ist ein Mob-Pack plus Teile plus Eisen plus Steve. Und als solches ist es in Ordnung. Ja, es ist irgendwo auf einem Level mit dem Tiger 10-Euro-Set, das mir nicht gefallen hat. Leider nicht annähernd auf dem Level des Korallenriff-Sets von 2021. Das war ein absolut großartiges 10-Euro-Set. Ja, mit den ganzen Korallen drin, also die Blöcke dafür und so weiter. Das hier ist so, ja, wenn ihr den Creeper haben wollt, wenn ihr noch ein paar Tierbabys braucht, dann ist es ganz einfach ein Pack dafür. Und das ist, ich meine, für ein 10-Euro-Set durchaus in Ordnung. Ist im Grunde eine kleine Ergänzung für eine Minecraft-Welt. Für sich selbst ist es nicht wirklich ein Set, was ich empfehlen könnte. Als Ergänzung für eine Minecraft-Welt, um die irgendwie noch ein bisschen auszubauen, dafür würde ich sagen, dafür schon. Und ja, ich denke, das ist mein letztes Wort. Das ist meine Empfehlung zur 21.177. Und ich sage dann jetzt erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.